Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Ja, und heute zeigen wir euch, wie ihr in Minecraft eine endlose Wasserquelle bauen könnt. Und was ihr dafür benötigt, sind zwei volle Eimer Wasser. Ja, und dann ist es auch nicht schwer. Ihr müsst in beide Ecken des Beckens, also nicht nebeneinander, sondern einer da und einer da, zwei Wassereimer platzieren, dass es so ein flaches Becken ist. Und dann müsst ihr langsam nacheinander immer die Wassereimer füllen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rechts klicke auf den leeren Eimer. So, dann ist er voll und ich warte kurz, bis wieder das Becken flach ist und kein leeres. Ja, dass es halt wieder flach ist. Und weil wenn jetzt hier eine Vertiefung wäre, die sieht man nur ganz kurz. Also ich probiere jetzt mal es zu zerstören. Dafür benötige ich jetzt mal beide Eimer. Ja. Okay. Also ist wirklich sehr schwer, diese Quelle zu zerstören. Also müsste man auf jeden Fall hinbekommen, die einfach zu behalten und nicht zu zerstören. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, unser kleines Tutorial. Ja, und ich hoffe, es hilft euch weiter. Also ist wirklich sehr hilfreich, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Überleben einen Teich oder einen See bauen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall nur sowas und musst nicht die ganze Zeit an irgendein Meer laufen, um euch dort Wasser zu holen. Ja, also, und falls ihr weitere Tutorials sehen wollt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Also, und falls ihr das gut fandet. Und dann würde ich sagen, ciao! Ciao!